Es ist viel zu früh, das seht ihr alles noch dunkel draußen. Ich muss mich auch gleich auf den Weg machen. Ich checke für euch heute mal die EV-Check-App von Volkswagen. Warum? Der Zugang zu einem Elektroauto, der kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Natürlich werden viele von euch, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise schon eingestiegen sind, wahrscheinlich sagen, ja, ich habe Freunde, habe mich mit denen unterhalten, habe Bekannte, habe Leute an der Ladestation getroffen, wie auch immer, habe viele YouTube-Videos gesehen und so weiter. Es gibt aber auch noch einen anderen ganz interessanten Ansatz, den Volkswagen und auch andere Hersteller verfolgen. Und zwar haben die so eine Apps im Angebot, mit denen man sozusagen mal checken kann, ob ein Elektroauto auf den Touren, die man so tagtäglich macht, von der Reichweite her problemlos mithalten kann, wie der Energieverbrauch ist. Und bei der EV-Check-App von Volkswagen kann man zum Beispiel auch sein aktuelles Auto eintragen und dann einfach mal gucken, ob denn das Elektroauto vom Energieverbrauch her und von den Kosten her vielleicht sogar günstiger ist als das Auto, was man bisher hat. Und genau das möchte ich heute mal machen. Das heißt, ich tue sozusagen so, als würde ich, ja, hätte noch kein Elektroauto, möchte das mal probieren. Ich bin natürlich mit meinem Elektroauto unterwegs. Das ist voll aufgeladen. Das ist der Skoda Citigo EV. Ich habe jetzt den e-Up ausgewählt, weil der halt baugleich ist zum Skoda. Und man kann auch noch einen ID3 und ich glaube einen ID4 irgendwie aussuchen. So, die App geht davon aus, das Auto ist voll geladen, 100% Batterie. Das Auto ist tatsächlich voll geladen, 260 Kilometer Reichweite. Davon geht die App aus und dann seht ihr hier unten, da steht Strecke aufzeichnen. Dann lässt man das einfach mitlaufen. Und guck jetzt mal rein in die Skoda-App, was die mir für eine aktuelle Reichweite anzeigt. Das ist also die App, die zum Skoda dazugehört. Ihr seht schon, der hat immer ein bisschen Ladezeit. Der ist jetzt voll aufgeladen, zeigt 291 Kilometer Reichweite und hier seht ihr die Batterie 100%. Und wenn ich dann am Ziel angekommen bin, dann checke ich mal sozusagen, was ist real, also was ist wirklich noch in der Batterie. Und was zeigt diese Simulations-App? Die Simulations-App, die fährt mit, die trackt sozusagen, wo man sich befindet, wie schnell man fährt und errechnet daraus dann den Verbrauch. Und dann kann man halt prüfen, ob das E-Fahrzeug zum eigenen Fahrprofil passt oder man kann es eben mit seinem anderen Fahrzeug vergleichen. Ja, schauen wir mal, was dann da vielleicht noch an Informationen rauskommen. Da es draußen dunkel ist, hat es keinen Zweck, mich im Auto zu filmen. Mache ich nicht, aber ich lasse, wie gesagt, die App mitlaufen. Ich werde die auch mal im Screen Recording laufen lassen. Und dann lassen wir das so ein bisschen im Schnelldurchlauf ablaufen. Wenn ich angekommen bin, dann vergleichen wir einfach mal die Werte. Die Strecke, die ich jetzt vor mir habe, sind so ungefähr 13 Kilometer. Ein bisschen Vorort, ein bisschen Landstraße und ein kleines Stückchen Autobahn. Und auf der Autobahn werde ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Das ist, glaube ich, so mal 100, mal 120, mal 70, mal 80. Also ich halte mich einfach mal sozusagen, da man muss ja nicht so schnell fahren, aber ich tue das dann einfach mal. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Auf geht's. Jetzt melde ich mich doch noch mal kurz aus dem Auto. Ihr seht, ich bin im Halbmond. Ich habe jetzt die App gestartet. Die ist jetzt an und wird auch gleich sagen, Strecke aufzeichnen. Aufzeichnen der Strecke. Er zeigt jetzt hier an, zurückgelegte Strecke, verbrauchte Energie und restliche Batteriekapazität. Das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Hier, ich lege mein Handy mal hier hin. Was muss man noch wissen? Ganz kurz, es sind draußen so um die 5 Grad. Es ist so leicht nieselig und ich werde jetzt im Auto einfach mal alles so lassen, wie es ist. Standardmodus heißt also normaler Fahrmodus, Heizung 22 Grad. Genau, 291 Kilometer werden im Display angezeigt. Der Zeiger geht ganz nach oben, also volle Batteriekapazität. 7:09 Uhr, 22 Grad steht hier, Auto-Modus. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich mache das Licht aus, ich fahre los. 22 Grad habe ich sonst ehrlich gesagt nie eingestellt. So warm mache ich mir das überhaupt gar nicht. Ich werde wahrscheinlich tot schwitzen. Und das wird mir eher zu warm sein. Ich habe in dem Auto auch noch die Sommerbereifung ausgetauscht gegen Allwetterreifen. Sitzheizung habe ich nicht an. Dafür ist es mir jetzt gar nicht so unangenehm. Naja, wir gucken einfach mal. Und dieses Diagramm zeigt so ein bisschen an, also wann man Strom bezieht und wann rekuperiert wird. Kurzen Blick auf die App, 2,02 Kilometer gefahren.
laut App haben wir 0,16 Kilowattstunden Verbrauch. Das wären also laut App 160, laut App 80 pro Kilometer, 0,08 Kilowattstunden, 80 Wattstunden pro 100 Kilometer. Das ist aber wenig. 99% haben wir angeblich noch im Akku. Was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt einfach mal, habe ich ja vorhin schon gesagt, das Fahrzeug ganz normal, im ganz normalen Modus hier betrieben. Und wer dieses Fahrzeug nicht kennt, der sollte vielleicht wissen, dass der Skoda immer, und das ist bei den anderen Derivaten von Seat und von VW genau das gleiche, immer im Standard und immer im gleichen Klimatisierungsmodus startet. Immer normaler Fahrmodus und immer 22 Grad. Egal, was man als letztes eingestellt hatte, er springt immer wieder auf diesen Modus zurück. Und ich bilde mir jetzt mal ein, oder ich gehe mal davon aus, dass die Programmierer dieser App das irgendwie auch mit einberechnet haben. Denn wie wir alle wissen, hat man ja im Winter einen etwas höheren Verbrauch. Und keine Ahnung, ob die das jetzt mitberechnet oder nicht. So, ich lasse es einfach mal laufen und melde mich dann, wenn ich angekommen bin. Okay, ich habe mein Ziel so gut wie erreicht. Einfahrt auf den Parkplatz und dann wird abgerechnet. 12,4 Kilometer sind wir gefahren. So, okay, da sind wir angekommen. 12,4 sind wir gefahren. Bordcomputer sagt einen Durchschnitt von 17,4 Kilowattstunden. Ich verchecke nochmal die Fahrzeit 18 Minuten und die Fahrtstrecke laut Bordcomputer sind 12 Kilometer, das kommt also hin. Laut App 96%, ja, 96% soll noch im Akku sein, 1,26 Kilowattstunden verbraucht. Dann drücke ich jetzt mal hier auf Strecke beenden. Damit haben wir das jetzt gemacht. Möchten Sie alle Strecken automatisch aufzeichnen? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte die App jetzt eigentlich beenden. Und verbrauchte Energie 3,95%, wie gesagt 1,26 Kilowattstunden bei 12,4 Kilometern. So, der Energieverbrauch mit meinem heutigen Fahrzeug vergleichen. Da hatte ich eingestellt einen Toyota Yaris Hybrid. Ist natürlich nicht mein Auto, aber ist ja ein sehr sparsamer Hybrid. 1,26 Kilowattstunden Energie haben wir verbraucht bei, sagen wir mal, 30 Cent pro Kilowattstunde wären wir jetzt also ungefähr bei 40 Cent gewesen. Und der Kraftstoffverbrauch wäre gewesen 0,41 Liter. Ein Liter kostet heute ungefähr 1,70. Ja, da sind wir also deutlich drunter. Und jetzt wird's interessant, denn jetzt rufen wir uns nämlich mal die Skoda-App auf und gucken mal, was wir wirklich für ein SOC haben. Laut Auto, wenn das denn so schnell aktualisiert wird, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich denke mal, es wird jetzt aktualisiert, also 200, er zeigt immer noch 291. Dann müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis das hier sich aktualisiert hat. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, hat es tatsächlich ein paar Minuten gedauert, bis sich die Skoda-App aktualisiert hat. Inzwischen ist es auch schon hell geworden draußen. Und ja, jetzt zeigt mir die Skoda-App, also die App, die zum Fahrzeug gehört, den Wert an mit 92%. Und ihr erinnert euch daran, die App, diese Test-App, diese Simulations-App, die zeigt 96% an, also 4% Unterschied. Und damit haben wir sozusagen eine Abweichung von entspannten 100%. Und das kann natürlich letztlich nur daran liegen, dass die App nicht berücksichtigt, dass ich mit Heizung gefahren bin. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, weil man ja letztlich im Winter nicht frieren möchte. Und das probiere ich jetzt aus, ob das tatsächlich so ist. Das heißt, ich werde jetzt die Strecke zurückfahren. Ich schalte auf den Eco Plus Modus. Da ist keine Heizung an. Ich mache auch sonst nichts anderes an. Also so ungefähr der reine Verbrauch. Und dann gucken wir mal und melde mich dann direkt von zu Hause, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin und berichte euch, was dabei rausgekommen ist. Auf geht's! Wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, bin ich zu Hause angekommen und wir kommen mal zur Auswertung und zu einem Fazit nach diesen beiden Fahrten. Wobei wohlgemerkt, ob das jetzt als repräsentativ bezeichnet werden kann, zwei Fahrten, etwas über 12 Kilometer, überlasse ich mal euch, aber das Ergebnis ist, glaube ich, trotzdem einigermaßen aussagekräftig. Ich blende euch jetzt erstmal hier neben mir ein den Screenshot der EV-Check-App nach der Rückkehr. Und ihr könnt sehen, die App sagt, ich hätte einen SOC von 92%.
Nochmal, das ist ein simulierter Wert. Es besteht keine Konnektivität zwischen der App und dem Auto. Es wäre ja auch unsinnig, ein Elektroauto mit einer Simulations-App zu konnektieren. Das bringt gar nichts. Also das Auto weiß ja nicht, mit was für einem Auto ich unterwegs bin. Hätte ja auch irgendein Verbrenner irgendwas sein können. Die App geht also davon aus, 92% ist die Restkapazität nach der Rückkehr. Sie hat wieder aufgezeichnet, sehr schön, die Fahrtstrecke mit 12,3 Kilometer. Das ist komplett richtig. Und sie hat einen Wert errechnet von 1,16 Kilowattstunden, den ich auf dieser Rücktour verbraucht habe. Ja, und das entspricht eben tatsächlich ungefähr 4% der Akkukapazität beim Skoda EVgo, Skoda Citygo EV mit dem 32 Kilowattstunden Akku. Was mich ein bisschen verwundert, ist der berechnete Energieverbrauch auf den letzten 5 Kilometern. Der wird hier angegeben mit 6,86 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Naja, ich komme gleich dazu. Der Wert ist irgendwie ziemlich gering. Also so ganz stimmen wird das höchstwahrscheinlich nicht. Was hat denn die App noch an Informationen für mich bereit erklärt? Erstmal dieses Bild hier. Hier nochmal die gesamte Fahrtstrecke aufgezeichnet, 12,3 Kilometer. Hier wurde ein Durchschnittsverbrauch über die gesamte Strecke von 9,33 Kilowattstunden pro 100 Kilometer errechnet. Ihr seht oben den SOC-Verbrauch nochmal etwas genauer mit 3,62% und auch nochmal die angezeigte verbrauchte Energiemenge von 1,16 Kilowattstunden. Und dann hier der Vergleich, auch wieder der Vergleich mit dem Toyota Yaris Hybrid, den ich dort eingegeben habe. Und ihr könnt hier die Zahlen sehen, also die Fahrtkosten 36 Cent simuliert beim Skoda, 54 Cent beim Toyota Yaris. Wie gesagt, der Verbrauch 1,16 Kilowattstunden beim Elektroauto und 0,4 Liter wären das eben bei dem Verbrenner gewesen. 0,4 Liter Benzin kann man umrechnen auf ungefähr 3 bis 4 Kilowattstunden Energiegehalt. Das heißt also, der Verbrenner braucht ungefähr das Dreifache an Energie als das Elektroauto. Und das trifft ja auch eigentlich ganz gut zu den üblichen Zahlen, die man dazu kennt. Der CO2-Ausstoß wird auch hier wieder mit 0 Gramm pro Kilometer angegeben und beim Verbrenner mit für die gesamte Strecke mit knapp 1 Kilogramm. Okay, gut. Natürlich ist jetzt viel interessanter, was sagt denn jetzt eigentlich der Bordcomputer? Der Bordcomputer, der ja bei der Abfahrt auf, lass mich mal überlegen, auf 92% stand. Und jetzt bei der Rückkehr sagt der Bordcomputer, das blende ich euch jetzt hier ein, 88%. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet ganz einfach, dass genau das passiert, was ich auch schon vermutet habe. Die App simuliert eine Fahrt ohne Heizung. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn man das im Winter ausprobiert, weil man dann eben falsche Zahlen bekommt, die so einfach nicht stimmen. Ihr habt es also gesehen, bei der Winterfahrt oder bei der Fahrt mit der Heizung braucht man eben deutlich mehr Energie als ohne Heizung. Und diese Rückfahrt ohne Heizung, die zeigt eben, dass die App zwar an sich sehr gut simuliert, aber dann letztlich doch, wenn man die Heizung außer Acht lässt, einfach irgendwie falsche Werte rausgibt. Und das ist aus meiner Sicht echt schade, weil ich finde die Idee dieser Art Simulations-App ja gar nicht schlecht. Es gibt sowas ja auch zum Beispiel von der NBW. In ihrer Mobilitäts-Plus-App gibt es so eine ähnliche Funktion. Ich finde also die Idee als Herangehensweise, nimm dir doch so eine App einfach mal mit aufs Handy, fahr damit durch die Gegend und lass dir einfach mal von uns sagen, ob das mit einem EV funktioniert hätte, was es dich gekostet hätte, wie viel CO2 du eingespart hättest und so weiter und so fort. Die Idee, die Herangehensweise finde ich ja sehr gut. Aber wenn man dann sich so einen groben Schnitzer erlaubt und im Winter nicht dem Kunden zumindest wenigstens mal darüber informiert, dass bei Winterbetrieb und Heizungsbetrieb ein höherer Energieverbrauch zu erwarten ist, insbesondere auf Kurzstrecken, das finde ich schon irgendwie echt einen groben Schnitzer. Und da muss ich dann echt sagen, dafür, VW, gibt es dann leider tatsächlich einen Daumen nach unten. Es hat ja keinen Sinn, wenn die Kunden dann so eine Fahrt machen und von falschen Zahlen ausgehen und dann hinterher überrascht werden. Das funktioniert nicht. Und was bedeutet das jetzt? Was würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch für ein Elektroauto interessiert? Nehmt euch ruhig so eine App, dann habt ihr schon mal einen ersten Anhaltspunkt, wie das denn dann mit so einem Elektroauto sein würde. Aber der nächste Schritt wäre dann natürlich, sich ein Auto entsprechend auszuleihen, Kontakt zu suchen, vielleicht mit Leuten, die ein Elektroauto haben. Einfach mal gucken, vielleicht bei den Nachbarn, wo auch immer. Und einfach mehr Informationen dann zu sammeln. Aber das Beste ist natürlich eine ausgedehnte Probefahrt und noch besser, wenn ihr euch das Fahrzeug einfach mal für mehrere Tage ausleihen könnt
um tatsächlich mal alle Strecken, die ihr so tagtäglich fahrt, zur Arbeit, die Kinder wegbringen, zum Einkaufen, zu Freunden, zu Verwandten, zum Baumarkt, was auch immer, einfach mal auf diesen Strecken das Auto auszuprobieren, ob es euch passt, ob es funktioniert. Und dann, glaube ich, wird in den allermeisten Fällen auch rauskommen als Ergebnis, das passt. Wie gesagt, super schade, dass VW sich hier diesen Schnitzer erlaubt. Ein Hinweis hätte gereicht, man hätte sicherlich auch in die App problemlos reinprogrammieren können, in den Wintermonaten die Heizung mit einzuberechnen. Im Sommer dafür ein bisschen Klimaanlage mit einzuberechnen. Im Frühling und Herbst hätte man ja einfach so lassen können, weil fährt man ja meistens ohne Heizung, ohne Klimaanlage. Also ein gemischtes Urteil, ein gemischtes Fazit zu dieser App. Manche Sachen gut, andere Dinge verbesserungswürdig. Sollte kein Problem sein, hier mal ein Update nachzuschieben. Ja, das war es dazu. Und wie immer, das ist ganz klar, was jetzt am Schluss kommt. Wenn euch gefällt, was wir für euch machen, dann hinterlasst uns doch bitte ein Abo. Gerne auch einen Daumen nach oben. Dann sehen wir, dass es euch gefällt, was wir für euch an Content liefern. Und wenn ihr jetzt noch die Glocke klickt, die findet ihr hier irgendwo hier unten, dann seid ihr auch immer informiert, wenn wir für euch ein neues Video produziert und rausgebracht haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.